Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Disney Legacy Challenge. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Das Ziel für die heutige Folge ist auf jeden Fall, eine gewisse Person zu treffen. Ich würde sagen, ich mache mit Snow hier nochmal ein bisschen den Haushalt. Ich habe auch gerade gesehen, den Käfern hier, wo ich immer noch nicht weiß, was man genau damit machen kann, denen geht es miserabel. Sie sind ausgehungert und nicht bereit für die Produktion, für was auch immer. Also würde ich sagen, sie pflegt nochmal ein bisschen die Käfer, weil mehr kann man halt auch nicht machen. Also da sind ja scheinbar noch welche, auch wenn ich hier keine mehr sehe. Sonst saßen sie hier ja, aber naja, wir schauen gleich mal. Ich sehe gerade, Snow ist sehr traurig. Sie hat einmal das Moodlet, dass sie trauert, weil sie einen Freund verloren hat. Das war ja der liebe Ian, der ist ja im letzten Part verstorben. Ich glaube, es war der letzte Part, ja. Und das andere ist einfach, oh nein, meine Sachen, weil Objekte gepfändet wurden. Der Verlust ihrer wertvollen Besitztümer macht Snow schwer zu schaffen. Es ist nicht leicht, all die Rechnungen zu bezahlen, aber die Folgen, wenn man es nicht tut, können noch schlimmer sein. Ja, unser Sofa wurde ja beim letzten Mal gepfändet, also ein Sofa haben wir jetzt nicht mehr. Hier steht schon wieder Müllraum. Das kannst du nochmal wegräumen, Snow. Und danach machen wir uns mal auf den Weg in den Wald. Also Snows Ziel ist es vielleicht erstmal nochmal zu ihrem Freund, dem Kreaturenhüter, zu laufen. Und vielleicht sehen wir auf dem Weg dahin ja eine Person. Das ist sie nicht. Aber Maya möchte vorbeikommen und abhängen. Ist das in Ordnung? Ja, eigentlich schon. Aber eigentlich haben wir gerade anderes vor. Aber vielleicht können wir ja auch mit Maya da hinten hingehen. Das ist ja auch völlig okay. Dann treffen wir uns quasi zu dritt. Das ist auch völlig okay. Was isst du? Brot. Na gut, dann isst mal eine Scheibe Brot und bitte die Maya herein, damit ihr gleich, ja, nach da hinten zum Kreaturenhüter gehen könnt. Okay, also irgendwie können die beiden nicht zusammen hier hingehen. Vielleicht ist es einfach zu weit, der Weg. Der ist halt auch wirklich sehr weit. Es ist einfach dort. Aber naja, egal. Es ist sowieso schon spät. Ich würde sagen, wir unterhalten uns einfach noch ein bisschen mit der Maya und freunden uns noch ein bisschen mehr mit ihr an. Denn, ja gut, die beiden sind schon sehr gut befreundet. Aber einfach nochmal so ein bisschen die Freundschaft pflegen und gehen dann recht früh schlafen heute, um dann morgen den Kreaturenhüter zu besuchen. Eigentlich mit einem anderen Ziel, aber das weiß Snow ja noch nicht, dass sie eigentlich ein anderes Ziel hat. Also mit dem Ziel, den Kreaturenhüter zu besuchen. Vielleicht erzählt Snow nochmal eine dramatische Geschichte oder auch nicht. Aber Maya bringt unseren Müll raus, das ist auf jeden Fall auch schön. Ich weiß nicht, warum ihr alle mal aufräumen. Keine Ahnung warum. Hat das irgendwas mit dem Grundstück zu tun? Ich wüsste nicht was. Aber egal, dann gehen wir trotzdem nochmal zu ihr hin und erzählen ihr dann eine dramatische Geschichte von unserem Sofa, was geklaut wurde. Denn das ist wirklich sehr dramatisch. Wir haben kein Sofa mehr, wir haben nur noch einen Sessel. Gut, letztendlich saßen wir auch noch nie auf dem Sofa. Ich glaube, einmal in der ersten Folge saß nur auf diesem Sessel. Aber egal, es ist unser Sofa. Das wollen wir unbedingt wieder haben. Das ist eine Frechheit, dass uns unser Sofa geklaut wurde. Dann führt nochmal eine tiefgründige Unterhaltung. Diskutieren nochmal, ob das Huhn zuerst da war. Und apropos Hühner, wie geht's denn unseren Hühnern? Ihr schlaft, das ist schön. Und wie geht's unseren Blumen hier? Auch gut, sind alle gegossen. Sehr schön. Hier sind noch ein paar Häschen. Und wie geht's unseren Bienen? Oh, mit denen sind wir auch schon sehr gut befreundet, muss ich sagen. Da können wir vielleicht auch nochmal ein bisschen Bienenwachs sammeln. Ein bisschen Honig. Snow hat folgende Merkmale von Maya kennengelernt. Insider. Sehr schön. Und dann können wir auch noch einen Schwarm einsammeln, damit wir vielleicht nochmal unsere Blumen bestäuben können. Damit die vielleicht endlich mal eine sehr gute Qualität haben. Denn wie ich schon im letzten Video erwähnt habe, das habe ich bis jetzt noch nie erreicht mit meinen Blumen. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir das diesmal. Und ja gut, ich könnte halt auch ein Geschenk damit holen. Hat sie es jetzt gemacht? Ich sehe hier keinen Schwarm. Sammelst du bitte einen Schwarm ein, Snow? So, ich glaube, jetzt hat sie einen Schwarm eingesammelt. Ich weiß nicht, sollen wir die Pflanzen bestäuben oder ein Geschenk holen? Ich glaube, heute holen wir mal ein Geschenk, weil die letzten Male habe ich immer die Blumen bestäubt. Dann gucken wir mal, was die uns denn Schönes bringen, damit wir vielleicht noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Ich meine, inzwischen haben wir ja schon echt viel. Also 1400 Simoleons ist da echt schon viel. Also vor allem für Snow. Die Bienen sind auf Futtersuche gegangen und haben ein großartiges Geschenk für Snow gefunden. Eine Postkarte.
Schön, gut, dann hängen wir die doch mal auf. Wo ist sie denn? Da. Wo können wir die denn aufhängen? Vielleicht im Schlafzimmer? Oder, nee, da sieht die ja keiner. Vielleicht hier so? Moment mal, ich muss mal in den Baumodus, damit ich die schön aufhängen kann. Oder vielleicht hier an die Tür. Das wäre doch auch schön. Aber nicht so an die Ecke. Ich gehe mal ganz kurz in den Baumodus, um die ein bisschen schöner aufzuhängen. So, was ist das genau für eine Postkarte? Irgendwas mit einem Pferd. Sehr schön. Und sie hat halt wieder ihre Tage und kann aber keine Tampons oder Binden benutzen, weil sie keine in ihrem Inventar hat. Heißt also, ich müsste irgendwo am Computer welche kaufen. Aber da wir halt ohne Elektronik spielen, geht das irgendwie nicht. Also, Snow, ja, wie machen wir das denn jetzt? Fahren wir trotzdem irgendwie mal in der Bücherei und kaufen welche am Computer? Oder ich könnte hier halt auch einfach aus dem Baumodus welche platzieren. Sie musste ja nicht unbedingt am Computer kaufen. Also kann ja auch sein, dass sie einfach in der Stadt war und die sich da gekauft hat. Deswegen platziere ich ihr einfach mal eine Packung Binden und eine Packung Tampons aus dem Baumodus. Weil gekauft sind die dann ja trotzdem. So, Box mit Tampons und Binden. Sehr schön. Nehmen wir die doch. Und 30 Simoleons kostet das. Also sie hat sie dann tatsächlich gekauft und nicht einfach umsonst bekommen. Deswegen denke ich, ist das eigentlich ganz okay. Tun wir die mal ins Inventar und öffnen die Box, nachdem Snow geschlafen hat. Oh, nee, hat sie schon geöffnet. Gut, dann öffne die Kiste doch auch nochmal. Hochzeitsmeldung. Michael Spencer und Mila Munch haben geheiratet. Ist seine Ehefrau gestorben? Weil er hatte doch eigentlich die Senioren als Frau. Er hatte doch eigentlich die. Ist die tot oder haben die sich getrennt? Also ich habe keine Meldung bekommen, dass die sich getrennt haben. Genau, und mir wird heute angezeigt, dass wieder Valentinstag ist. Das liegt daran, weil ich die, ja, Jahreszeiten ein bisschen länger gemacht habe. Ich hatte die vorher noch auf eine Woche und das habe ich in 2 Wochen geändert, weil eine Woche finde ich ein bisschen zu kurz. 4 Wochen finde ich allerdings zu lang und deswegen denke ich mal, mit 2 Wochen kommen wir ganz gut klar. Und weil wir halt in einer der letzten Folgen erst Valentinstag hatten, würde ich sagen, ich beende den Feiertag mal eben, weil das ist, glaube ich, sehr unrealistisch, wenn wir zweimal hintereinander Valentinstag feiern. Und gut, jetzt war der Feiertag halt grauenhaft, aber Snow geht's eh dreckig. Also, was soll da noch ein grauenhafter Feiertag machen? Ist doch nicht so wild. So, der Kühlschrank stinkt, da ist wieder was vergammelt. Wir haben wahrscheinlich wieder, ja, wir haben wahrscheinlich wieder vergessen, Eis hinzuzufügen. Hervorragend. Dann sortier doch mal das verdorbene Essen aus und danach kannst du dann vielleicht nochmal was kochen. Kannst du was kochen? Oder hast du wieder nichts im Inventar? Milchbrot kannst du kochen. Oder was haben wir hier denn noch? Bestimmt irgendwas, wofür Selbstversorgereintopf. Sehr schön, dann machen wir doch einen Selbstversorgereintopf. Da können wir auch gleich eine Familiengröße machen. Und dann hat Snow etwas zu essen. Dieser Haushalt abseits des Netzes hat seine letzten Wasserreserven aufgebraucht. Bei einem Wasserüberschuss erzielt. Na, hervorragend. Heißt also, wir können kein Eis hinzufügen. Da muss Snow gleich als erstes nochmal ein bisschen Wasser sammeln, um das zu machen. Denn sonst gammeln unsere Sachen schon wieder und das wäre nicht schön. Ein Eintopf und er ist ausgezeichnet. Gut, Snow. Kannst du schon ganz schön gut kochen. Welche Stufe hat sie denn? Welche kochen da? 3. Ja, nicht schlecht, Snow. Stufe 3, ein ausgezeichnetes Gericht. Das ist doch supi. Die Abstimmung wurde eröffnet. Sehr gut. Dann müssen wir wieder ein bisschen gucken, dass wir nochmal abstimmen. Und ich mache schon wieder ganz viel anderes Zeug, als ich eigentlich machen wollte. Aber ich verspreche euch, wir gehen gleich Richtung Kreaturenhüter. Und es ist ja auch noch früh. Also ich denke mal, bis spätestens 11 Uhr sind wir bestimmt da. Warum hat sie an eine Babyflasche gedacht? Sie kann doch gar nicht schwanger sein. Also sie hatte ja noch gar nichts mit jemandem. Nee. Okay, ich dachte, man denkt nur an Babyflaschen, wenn man eventuell tatsächlich schwanger ist. Aber scheinbar macht Snow das auch einfach so. Hier liegt so viel Müll rum. Warum räumt die das denn nicht weg, die Olle? So, was wollen wir denn? Ich würde sagen, grüne Gärten. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. 10-mal für grüne Gärten abstimmen. Top. Das wird klappen. Oh no, Bibo. Geht's dir schlecht? Geht's dir schlecht? Nö. Du bist sehr glücklich, sauber, satt und zufrieden. Was will man mehr? Und du bist auch das Gleiche. Und du auch. Ist unser Hühnerstall schon ein bisschen dreckig? Oh, wir können schon Eier einsammeln und den Stall säubern. Aber wie geht's dir denn? Leicht schmutzig, aber das geht ja. Ich würde aber sagen, wir geben Bibo dann nochmal in Freundschaft. Nein, das machen wir jetzt nicht.
Oder? Es ist halt gleich schon 11 und ich habe versprochen, dass wir vor 11 weg sind. Ich versuch's mal, aber Snow ist so traurig und dann läuft die auch so langsam. Warum kannst du denn nicht rennen? Please, beeil you. Bitte mach schnell, Snow. Ich möchte jetzt bitte zum Kreaturenhüter. Snow hat 7 Eier eingesammelt. Spezialeier sogar eins. Wow, was denn? Ein orangenes. Oh, cool. Das schmeißen wir sofort alles in den Kühlschrank. Wir haben ja wieder Eis, oder? Ja, sehr gut, Snow. Es ist 10:43 Uhr und Snow wird nur von Bienen gestochen, aber wir sind fertig. Also, Snow, ganz schnell, da hinten hin. Ja, hingehen. Denn da ist Michael und der redet gerade mit einem Hasen. Das finde ich sehr schön. Und dann würde ich sagen, vielleicht kannst du dich ja mal mit Michael ein bisschen unterhalten. Wir könnten halt auch direkt Tierkleidung von ihm kaufen, habe ich gerade gesehen. Aber ich glaube, ich finde es cooler, wenn wir die gewinnen, hätte ich bald gesagt, wenn wir die durch Botengänge bekommen. Wir können ja vielleicht nochmal gucken, ob er da irgendwas Besonderes hat. Snow, kannst du noch langsamer laufen oder warum rennst du denn nicht? So ist es ja wieder gleich 17 Uhr, bis wir da hinten sind. Snow, ich glaube, da geht's nicht lang. Ach so. So, Snow ist finally angekommen. Um 13:30 Uhr. Gut, Snow, das hat sehr lange gedauert, aber egal. Wir machen uns da jetzt mal keine Gedanken drüber und reden einfach mit Michael. Findet sie ihn eigentlich immer noch so unattraktiv nach dem, also weil ich habe ihn ja umgestylt. Ich habe zwar nichts an seinem Stil geändert, aber vielleicht, ne, findet sie ihn immer noch unattraktiv. Aber abgesehen davon hat er ja sowieso eine Frau, also ist das ja sowieso egal. Nee, er hat auch tatsächlich immer noch genau die gleichen. Was würden wir hier nochmal? Eine Auswahl an Zutaten, Dünger und vielleicht eine Speise, Obst, etwas Wolle und ein Kleidungsstück für ein Tier. Ich mach den einfach mal. Wir müssen das ja jetzt nicht sofort machen, sonst ist es ja auch immer das Gleiche in den Folgen. Aber man kann ja so ein bisschen gucken, dass man es vielleicht im Laufe der Zeit ab und an mal so ein bisschen abarbeitet. Das fände ich eigentlich ganz schön, weil ich glaube, wir haben ja auch noch den Botengang von wem war das denn jetzt? Ich glaube, von Kim über. Ja, nicht über, sondern von Kim offen. Da müssen wir nämlich noch. Nee, das hier ist jetzt von ihm. Genau, das mit den zwei Bündeln beiger Lama-Wolle, das war von der Kim. Und jetzt müssen wir mit zwei Füchsen sprechen. Oh, das ist super, wir haben jetzt Eier. Dann können wir auch mit denen sprechen. Hervorragend. Was sagt der Fuchs? Warte, antworte nicht. Das ist eine rhetorische Frage, denn du hast bisher noch nicht mit meinem Fuchs gesprochen. Habe ich mich denn immer noch nicht klar genug ausgedrückt? Mach dich auf den Weg und rede mit dem Fuchs. Ich muss wissen, was unsere Freunde aus dem Wald auf dem Herzen haben. Gut, ich liebe es, Tiere einzukleiden. Wenn du Material für mich hast, kannst du ein Outfit für dich anfertigen. Kann ich ein Outfit für dich anfertigen? Es gibt auch Einheimische, die meine Kleidung als kleines Dankeschön verschenken. Ich kannte mal einen Hahn namens Herr Kikeriki, der trug immer einen Zylinder. Sehr reinlich. Er hat sich gerne aufgeplustert. Oh, ich vermisse diesen Hahn am Morgen allerdings nicht. So, aber Snow braucht jetzt echt mal dringend einen Tampon, denn die meckert schon die ganze Zeit rum. Aber hier ist doch auch eine Toilette. Ja, da kannst du doch bestimmt auch einen benutzen. Ja, sehr schön. Dann ist Snow vielleicht endlich mal ein bisschen besser drauf. Und ich habe gerade gesehen, da läuft doch ein Fuchs. Da läuft ein Fuchs. Dann können wir doch gleich mal anfangen, ein bisschen mit den. Hallo, stopp! Füchsen zu reden. Aber ich glaube, ja, genau, wir müssen ihnen erstmal ein Geschenk geben. Vielleicht über Fischfreunde freut er sich bestimmt auch. Oder was geht denn noch? Getränk? Nee. Blume und Buch, weiß ich nicht, ob er es so toll findet. Ich meine, Obst und Gemüse feiern die nicht so. Also bei Hasen zieht das halt immer. Aber ich glaube, bei Füchsen war es nicht so. Aber vielleicht können wir es ja mal mit dem Fisch versuchen. Der ist halt auch schon faul. Ja, komm. Gib dem Fuchs mal einen faulen Fisch, Snow. So, Snow hat das jetzt irgendwie abgebrochen mit dem Fuchs. Und Sarah ruft an. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Was meinst du? Ja, die haben zwar letztens erst ein Baby bekommen, aber ich glaube, wenn ein Mensch dafür ist, so viele Babys wie möglich zu bekommen, dann Snow. Deswegen sagt sie auf jeden Fall, macht ein Baby. Nun ja, ich glaube, ja, vielen Dank für deinen Rat. Wir werden ein Baby bekommen. Oh, das finde ich schön. Sehr schön. Und ich habe gerade mal ein bisschen rumgesucht nach bestimmten Sims. Und da habe ich zwar nicht den Sim gefunden, den ich sehen wollte, aber ich habe Hunter gesehen. Und
Da habe ich den Kommentar gelesen, dass es vielleicht ja ganz schön wäre, wenn die beiden sich einfach ein bisschen aussprechen würden. Denn noch ist Snow ja sehr sauer auf ihn, weil er halt einfach eine andere geheiratet hat, obwohl die beiden so gerade dabei waren, etwas anzufangen, so, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und ich würde sagen, deswegen geht Snow... Oh, er wollte auch zu uns. Das stand gerade hereinbitten. Ja, also wollte er uns quasi sowieso besuchen, dann können wir es auch einfach so drehen, dass er auf uns zugekommen ist, weil er wollte uns ja obviously besuchen. Und dann können die beiden sich einfach mal aussprechen. Vielleicht erzählt Hunter Snow sogar davon, dass er das Ganze gemacht hat, um sie zu beschützen. Also ich meine, Snow wird trotzdem noch ein bisschen gekränkt sein, weil sie ja schon ein bisschen in ihn verliebt ist. Aber letztendlich wird sie dann merken, dass er es einfach nur gut meint. Und ja, vielleicht bittet sie ihn dann einfach um Rat und fragt dann, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und wie geht das Ganze denn nun weiter? Und er erzählt ihr halt, also dass es ihm unfassbar leid tut, aber er sie halt einfach letztendlich nur beschützen möchte und das so die einzige Möglichkeit war, damit Regina halt wirklich denkt, sie ist tot und wirklich nichts davon weiß, dass Snow noch lebt, denn das wäre wirklich nicht gut. Dann würde Regina sich ja wieder auf die Suche nach ihr machen und wieder versuchen, sie umzubringen. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Und deswegen, ja, guck mal, ein gebrochenes Herz. Das passt perfekt. Sein Herz ist einfach so gebrochen, weil er die Frau seiner Träume einfach niemals bekommen kann. Das ist so traurig. Nein, 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 das wollte ich gar nicht machen. Stopp! Hallo! Und durch mein Versehen mit dem Attraktivitätsding hier ist jetzt ein Herz über ihm. Aber das zeigt ja einfach letztendlich nur noch mehr, wie toll sie ihn eigentlich findet und wie traurig sie ist, dass das Ganze nicht klappt. Also, sie war ja auch die ganze Zeit traurig. Vielleicht kann man sich ja so ein bisschen denken, dass das auch dazu geführt hat, dass sie traurig ist. Und die beiden haben sich jetzt vielleicht einfach so ein bisschen ausgesprochen. Snow weiß jetzt Bescheid, warum Hunter das getan hat. Erzählt ihm auch nochmal die fesselnde Geschichte von ihrem Sofa. Und ja, jetzt wissen die beiden Bescheid und können vielleicht wieder ein bisschen Freunde werden. Das fände ich eigentlich ganz schön. Also es wurde sich auch in den Kommentaren gewünscht, dass die beiden jetzt ja nicht verhasst sein müssen, sondern trotzdem Freunde sein können, aber halt keine Liebenden. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und ich hatte noch eine Idee. Und zwar gehe ich dafür einmal in den Ersteller eines Sim von Hunter. Und zwar ist Hunter dadurch, dass er Snow jetzt ja nicht mehr haben kann, ein bisschen eifersüchtig. Und da dachte ich, ich gebe ihm statt des Merkmals selbstsicher, was er momentan hat, das Merkmal eifersüchtig. Wo ist es denn jetzt? Hier ist es. Eifersüchtig. Diese Sims werden schneller als andere eifersüchtig. Ihr Vertrauen steigt, wenn sie in der Nähe ihres Schatzes sind. Sie sind jedoch angespannt, wenn sie ihre bessere Hälfte eine Weile nicht gesehen haben. Und eifersüchtig passt ja in dem Fall sehr gut, weil er halt wirklich eifersüchtig ist, wenn Snow halt, ich meine, Snow wird demnächst irgendeinen anderen Mann finden, weil Snow einfach 7 Kinder bekommen muss. Und wir sind eigentlich schon sehr spät, aber ich lasse mich davon einfach noch nicht beunruhigen. Und deswegen wird Hunter da definitiv eifersüchtig sein, weil er ja immer noch in Snow verliebt ist. Nur er kann diese Liebe halt einfach nicht ausleben in dem Sinne, weil, ja, dann das wäre einfach zu gefährlich. Und er hat ja jetzt auch seine Frau. Ich meine, es ist mir klar, dass das Ganze jetzt im Sims-Merkmal quasi anders laufen wird. Heißt also, er wird vom Sims-Spiel aus eifersüchtig sein, wenn sie etwas mit jemand anderem tut. Aber er ist ja halt kein aktiver Charakter und deswegen würde ich sagen, können wir das so drehen, dass er halt eifersüchtig ist, wenn Snow was mit jemandem tut. Und deswegen dachte ich, geben wir ihm vielleicht wirklich das Merkmal eifersüchtig, damit er halt auch wirklich eifersüchtig ist. Ich würde sagen, vielleicht gehen die beiden zusammen nochmal ein bisschen in die Stadt und in die Bar was trinken. Denn vielleicht hat Hunter gesagt, komm Snow, ich lade dich ein, denn ich meine es wirklich ernst mit dir und auch wenn wir jetzt ja nicht mehr in dem Sinne zusammen sein können, möchte ich doch gerne mit dir befreundet bleiben. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Wir können jetzt zwar nur Getränke bestellen für die Gruppe und dann geht es halt von unserem Geld ab, aber ja, Snow hat ja auch gerade ein bisschen, also würde ich sagen, ist das nicht so schlimm. Vielleicht sagt Snow ja auch, nee, ist gar kein Problem, ich mache das, ich habe gerade ein bisschen Geld, also warum eigentlich nicht? Und was nehmen wir denn? Vielleicht was, was nicht ganz so teuer ist? Eine Fruchtbrause. Es muss ja nichts Alkoholisches sein. Haben wir das jetzt für die Gruppe? Ich glaube schon. Genau, und wir sind wieder unterwegs, also ziehen wir wieder unser anderes Outfit an. So. Snow hat einen großartigen Ruf. Oh, wie schön.
Und die beiden unterhalten sich einfach schon wieder die ganze Zeit. Also ich brauche wirklich gar nichts drücken. Die machen das einfach komplett von selber oder auch nicht. Jetzt meint Hunter zu gehen. Hallo! Sag mal, was ist denn das für ein Benehmen? Ja, ach nee, das ist ja gar nicht. Okay, nee, okay, wenn es von jemand anderem. Leute, das ist ein bestimmter Sim. Stell dich doch mal fröhlich vor, Snow. Guck mal, und wie er auch schon. Er setzt sich auch direkt neben Snow und st also stellt sich ihr quasi selber vor. Oh, gut. Also, das ist der Sim, den ich platziert habe. Und dazu möchte ich euch einmal eine kleine Story erzählen. Also ich leite das Ganze hier mal ein bisschen ins Rollen, dass sie sich unterhalten, verschönern auch einfach mal den Tag und rede über die kalten Temperaturen und übers Kochen. Einfach so ein bisschen austauschen. Frag ihn nach seinem Tag und ja, rede über die Veränderung in der Nachbarschaft, denn er ist Snows neuer Nachbar. Und zwar gab es eine Story-Idee von einer Zuschauerin, einen Kommentar, und den fand ich einfach genial. Von der, also da stand nur R-Punkt. Ich weiß gar nicht mehr, unter welchem Video es war. Also es ist auf jeden Fall schon ein paar Videos her. Aber die Story-Idee war folgende. Es gibt einen Jungen im Dorf, der wohnt jetzt halt in Bramblewood, das ist der liebe Will, und der ist mit seiner kleinen Schwester vor Regina geflohen. Und beziehungsweise die Eltern, die wollten vor Regina fliehen, die Eltern, die sind Angestellte im Schloss bei Regina, und als Regina halt an die Macht kam, da haben die gemerkt, nee, irgendwas stimmt da nicht. Die Eltern haben es allerdings nicht geschafft zu fliehen, weil es einfach viel zu gefährlich wäre. Also die haben gemerkt, okay, wenn wir fliehen, Regina bekommt es mit und die wird uns wortwörtlich umbringen, das wäre einfach nicht gut. Und deswegen haben die dann zu ihren Kindern gesagt, zu dem lieben Will und zu seiner Schwester, ihr müsst gehen, bitte zieht in das verlassene Bauernhaus, was wir noch haben, was, ja, wo wir früher gewohnt haben, bevor wir hier im Schloss gearbeitet haben, zieht da bitte hin und macht das Ganze ganz heimlich, so versucht wirklich, dass das niemand mitbekommt, damit wenigstens ihr frei sein könnt und auch wenn wir es nicht sein können, dann sollen wenigstens unsere Kinder in Freiheit leben. Und ja, das ist quasi so ein bisschen die Vorgeschichte von Will und seiner Schwester. Die Schwester, die ist hier gerade gar nicht. Die ist aber auch noch ein Kind. Und ich sehe hier schon, ich habe hier gerade schon was gesehen. Oh mein Gott, das ist ja hervorragend. Also Snows Typ ist scheinbar echt einfach blond. Blond und gut gebaut. Also. Oh, schön. Und sie haben direkt schon ein Gefühl. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Aufgrund schöner Zeiten und glücklicher Erinnerungen fühlt sich Snow eng mit Will verbunden. Oh, ich finde das schön. Also sie haben sich gerade kennengelernt und merken einfach direkt, sie kommen einfach super miteinander klar, denn sie reden ja gerade miteinander und vielleicht erzählt Will auch so ein bisschen was und dann merken die beiden, okay, eigentlich geht es bei den beiden irgendwie um das Gleiche. Beide sind vor Regina geflohen. Und deswegen verstehen die beiden sich einfach sehr gut, weil sie einfach genau wissen, worum es geht und was Regina für ein Mensch ist. Und die können sich dann einfach so gut verstehen. Und ich finde es einfach witzig, wie Hunter hier genau zwischen den beiden steht und versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das zeigt einfach so gut seine Eifersucht. Oh mein Gott. Das ist so gut. Ich liebe es. Ich finde es einfach fantastisch, wirklich. Aber ja, also wie gesagt, das ist der liebe Will. Und wie findet ihr ihn? Ich finde ihn großartig. Also ich liebe ihn jetzt schon. Aber ich möchte natürlich nichts ohne eure Erlaubnis in Anführungsstrichen machen. Also wenn ihr sagt, nee, Will ist überhaupt nicht unser Typ, finden wir gar nicht toll, dann werde ich mir das nochmal überlegen. Aber andererseits müssen wir halt auch echt zusehen. Also Snow wird einfach schon in 18 Tagen zu einer Erwachsenen. Und sie muss noch 7 Kinder bekommen. Wie sollen wir das schaffen? Oh mein Gott. Okay. Okay, Leute, wir müssen sputen. Also, schreibt mir, wie ihr Will findet. Ich würde sagen, die beiden unterhalten sich jetzt noch ein bisschen. Einfach so ganz normale Gesprächsthemen, so ein bisschen tratschen und bisschen Smalltalk einfach. Und die machen aber noch gar nichts Romantisches, sondern reden einfach miteinander und merken, okay, wir kommen echt super miteinander klar. Ich meine, gut, die haben wirklich gerade erst angefangen zu reden. Und verstehen sich schon so gut.
Und die ist doch auch ganz süß, die Rami. Deswegen stellen wir uns auch bei ihr mal freundlich vor. Also Snow ist gerade einfach in Redelaune und findet es toll, dass sie jetzt mal neue Freunde hier findet in der Bar, wo eigentlich Hunter sie eingeladen hat. Aber Hunter ist schon wieder weg, wie das aussieht. Naja, Hunter scheint weg zu sein. Vielleicht ist seine Eifersucht da einfach zu groß geworden, dass Snow hier mit einem anderen jungen Mann redet, mit einem anderen wunderschönen jungen Mann. Und da dachte er, nee, das kann ich mir jetzt nicht weiter angucken, wie Snow gerade ja, sich so gut mit jemand anderem versteht. Und er möchte auch gar nicht wissen, was daraus wird. Und er kann sich das vielleicht schon so ein bisschen denken. Und da möchte er dann einfach nicht bei sein. Hat erstmal nochmal versucht, hier in der Mitte so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber hat dann gemerkt, nee, irgendwie klappt das Ganze nicht. Und ja, vielleicht enthüllt Snow nochmal ein streng vertrauliches Geheimnis. Vielleicht so das Geheimnis, dass Regina ihre Stiefmutter ist. Also ich meine, die beiden haben ja schon über Regina geredet, aber vielleicht hat Snow noch nicht ganz erzählt, dass es wirklich ihre Stiefmutter ist. Vielleicht erzählt sie es nochmal, dass Regina sie wirklich umbringen wollte und so ein unfassbar schlechter Mensch ist. Und ach, ich finde es einfach schön, dass sie sich jetzt schon so gut verstehen. Aber er geht jetzt auch. Und ich würde sagen, wir auch, denn es ist schon spät. Aber erzählt mir auf jeden Fall, was ihr von Will haltet und was ihr von der Story-Idee haltet. Also das, die Schwester von ihm habt ihr ja noch gar nicht kennengelernt bis jetzt. Oh, hier steht ein Fahrrad, können wir das... Nee, auch schade. Oh ja, jetzt ist eh egal. So, Snow ist zu Hause und wie gesagt, erzählt mir, was ihr von der Story-Idee haltet. Also ich kann nur von mir reden. Ich finde es großartig, denn die beiden haben einfach quasi dieselbe Vorgeschichte und verstehen sich deshalb einfach so gut. Und Snow findet ihn auch wieder super attraktiv. Also ich glaube, wenn nicht dieser Mann, wer dann? Und mit diesem Reim würde ich sagen, beende ich auch den Part für heute. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Und schreibt mir auf jeden Fall weitere Story-Ideen in die Kommentare. Und vor allem, ob euch diese Story so gefällt. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, ich finde es einfach großartig. Es ist so eine wunderbare Idee. Also lieben, lieben Dank dir da nochmal, R. Also ich weiß deinen Namen leider nicht, aber R. Vielen, vielen Dank. Also ich bin da, also diese Idee, da wäre ich selber nie drauf gekommen. Und deswegen liebe ich das Ganze einfach. Also ich finde, ich liebe es jetzt schon, dass ich mit euch so viel erschaffen kann. Dass ihr da so viele Ideen habt und also ich mache das jetzt ja noch gar nicht so lange mit YouTube und ich muss sagen, es hat sich aber jetzt schon sowas von gelohnt, denn es macht mir so viel mehr Spaß, Sims zu spielen, einfach mit diesen Geschichten erzählen und Geschichten halt nicht alleine zu erzählen. Also hätte ich jetzt alleine gespielt, dann wäre das alles wahrscheinlich komplett anders gelaufen und wahrscheinlich hätte es längst nicht so viel Spaß gemacht und wahrscheinlich wäre ich längst nicht so kreativ gewesen, weil ich halt einfach meine eigenen Ideen gehabt hätte und nicht die von euch. Und das macht einfach so viel aus und deswegen kann ich mich gar nicht oft genug bedanken. Aber ich möchte mal wieder nicht so lange um den heißen Brei faseln und sage deshalb tschüss und bis zum nächsten Video.